Stell sicher, dass die Lichter an sind. Okay. Die Landelichter am Flughafen werden von den Piloten aktiviert. An wenig genutzten Flughäfen versucht man, Betriebskosten zu sparen, indem man die Beleuchtung zwischendurch ausmacht. Die Piloten können sie durch mehrmaliges Drücken ihrer Funktaste auf einer bestimmten Frequenz selbst einschalten. Wenn das Licht aus ist, kann man die Landebahn nur schwer sehen, besonders nachts. Und wenn man die Landebahn nicht sieht, kann man nicht landen. Ich habe 7-mal geklickt. Ganz feste. Noch ist der Flughafen zu weit weg, um die Lichter zu erkennen. Kapitän Sass will eine böse Überraschung vermeiden. Ruf in Kirksville an und frag, ob sie wirklich an sind. Die Piloten rufen bei Airline Operations an. Kirksville Ops, Corp X 5966. 5966? Ist die Anflugbefeuerung an? Ich habe das auch immer so gemacht. Wenn ich die Lichter nicht sehen konnte, habe ich nachgefragt. Eine gute Methode. Befeuerung ist an. Cool, danke. Eine Ärztin weiter vorne hatte ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich zu ihr rüberrufe. Schnallen Sie sich bitte an. Am Ende habe ich es dann aber doch nicht gemacht. Nicht aus Angst. Ich mag Regeln und ich dachte einfach, es wäre besser, wenn sie angeschnallt wäre. Der Flughafen ist noch 5 Kilometer entfernt. Die Piloten suchen nach der Landebahn. 400 Fuß. Die Höhe zu halten ist wichtig. Wenn man die Landebahn nicht rechtzeitig sieht, muss man durchstarten. Die Maschine sinkt unter die Wolkendecke. Da sind wir. 4 Kilometer vor dem Flughafen sind die Lichter immer noch nicht sichtbar. Sie waren nur noch 336 Fuß über dem Boden. Da ist wenig Spielraum für Fehler. Was denkst du? Ich sehe den Boden. Ich sehe gar nichts. Doch, da ist die Anflugbefeuerung. Gerade als die Landebahn in Sichtweite scheint. Klappen 35? Läuft etwas schief. Nein, nein! Bäume!